Blutsröpfchen sind Fuchsien. Außer der Fuchsien gibt es auch noch so eine Art tränende Herzen. Tränende Herzen, das wird das sein, das wird genau dasselbe sein. Und zwar, die Fuchsien, die gehen ja so auf, die Blüte, in der Mitte ist es weiß und rechts und links drumherum alles schön bunt. Und das tränende Herzchen ist umgekehrt. Das ist, hat offen so kleine Stängelchen. Und dann sieht das wirklich aus wie ein Hätzchen, was da unten ist. Und das hängt dann auch. Ne? Sieht auch wunderbar aus. Ist auch höchstens da selten. Eben tränende Herzchen und Fuchsien, wo ähnlich so im Krieg und direkt nach dem Krieg war das die Blume, die damals eben war. Manchmal sieht es ja so Ziege, da ist die Rose toll und da ist der Nelken toll. Und im Krieg und nach dem Krieg war Fuchsie und tränende Herzen, ja, ist da überall. Wie du höchstens da sagen, Hortensien oder alles so siehst. War damals Fuchsie und tränende Herzchen. Das sah schön aus. Ein schöner Strohpflanz war das. Und wenn Geburtstag oder Namenstag war, ne? Dann kam auch einer mit dem fünften tränenden Herz oder mit dem fünften Fuchs hier an. Deshalb kann ich mich so gut an die Blümchen erinnern. Also früher wurden Granien und Fuchsien durcheinander gepflanzt. Das waren so richtig wie Blutströpfchen. Wenn es Knospen waren, die gingen dann auf und dann kam da so wie Röckchen raus. Ja, die hat vier Blättchen nach oben. Und dann unten ein kleines Glöckchen dran. Aber Fuchsia ist eine ganz bekannte Pflanze. Gibt es ja in vielen, gibt es in Weißrot, in Blaurot und in Rotweiß. Also das